Ja, wir sind live, Simon. Das ist schön. Herzlich willkommen zu dem Event Lebenslanges Lernen. Also ich bin ja total aufgeregt noch, dass wegen der Technik das erste Mal mit so einer neuen Plattform und ob dann alles funktioniert. Und ja, also recht herzlich, herzliche Begrüßung, Simon. Schön, dass du da bist und vor allen Dingen auch mit mir die Eröffnung machst. Ich werde noch mal kurz was zur Veranstaltung sagen und zu den Teilnehmern und zu den Speakern. Und dann komme ich auf dich zurück. Also, erstmal vielen, vielen Dank, die jetzt alle mitgemacht haben. Und das ist so ein bisschen heraus entstanden aus einer Idee vor knapp 2 Wochen, als ich den Sebastian Kohlberg und den Guido angefragt habe, wollen wir nicht noch ein Event machen? Und dann hat der Sebastian mir dann irgendwann mal zugegeben, irgendwann mal Ende Mai gesagt, 15.06. geht, das hatte ich vorgeschlagen. Ja, und dann ist das in sehr kurzer Zeit explodiert auf Twitter, sodass wir echt jetzt ganz, ganz tolle Speaker und Sessions haben. Und ich glaube, es waren jetzt so 37 Sessions, die wir angelegt haben in dem System. Und ich würde noch mal kurz einmal durchgehen. Meine Schwester hat zwar gesagt, besser macht das mal nicht, aber ich finde es einfach toll. Wir haben heute Abend noch die Susanne Ambros, den Maximilian Schulz, den Jakob Kromi, den Harald Schirmer mit einer Keynote, den Sebastian Kohlberg direkt danach mit einer Keynote, den Harald Wild, den Oliver Erwinger, der Twitter-Gott ist da, also der Simon ist schon da, der Manuel Illy, der Professor Dr. Nele Graf, der Simon Roderus, Susanne Schulz, Christiane Bernicker, Dr. Stefanie Puckett, Pivi Scampele, Barbara Hilgert, Alexander Krause, Maike Hülber, Lisa Unkelhäuser, Ragnar Heil, Boris Gloger, Tobias Greve, Gudrun Heid, Alexander Schleber, Gudrun Held, Frank Edeltraut, Lars Richter, Ilja Pries, Daniel Dubbel, Jonas Ritter, Sabina Lammert und Guido Schimanski. So, ich hoffe, ich habe sie alle. Und das hat sich alles so ein bisschen über Twitter ergeben. Also das sind 2, 3 kenne ich noch aus früheren Sessions, aber das jetzt so auf Twitter, das war schon wirklich schon begeistert. Ja, warum dieses Event? Ich habe ganz viele Meetups gemacht zu Themen, zu Lernthemen und gerade auch wegen Corona ist es ja sehr schwierig, diese Meetups gerade zu machen oder gemacht zu haben. Das waren ungefähr 70 Meetups zu Spezialthemen in den letzten 2 Jahren und gerade mit dieser Digitalisierung gibt es neue Lernchancen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann testen wir doch mal hier Hopin als Plattform und gucken, wie wir dort einen interessanten Event machen mit Menschen, die wahrscheinlich sich so physikalisch so einfach gar nicht begegnen würden. So, und als ersten Gast haben wir heute den Simon. Und warum habe ich den Simon eingeladen? Ich bewundere ihn mit seiner Arbeit. Wir kommen so ein bisschen aus ähnlichen Richtungen. Simon hat Elektrotechnik studiert, ich auch. Nachrichtentechnik hast du studiert. Mhm. Und ich habe dich die ganze Zeit so mit deiner Wissenscommunity Wert genommen. Ich komme so ein bisschen aus dem Innovationsbereich, aus dem Produkt, Vertrieb, Marketing, Strategie und fand es wirklich atemberaubend, wie du dieses LernOS, diese LernOS-Community aufgebaut hast. Und was war dein Auslöser, Simon? Warum hast du LernOS gebaut? Naja, ich muss ein bisschen ausholen. Ich bin schon relativ lang im Thema Wissensmanagement und lernende Organisationen unterwegs. Habe eigentlich Elektrotechnik studiert, wie du sagst, im Nebenfach Philosophie. Da bekommt man automatisch mit Wissen und Lernen zu tun, auch so mit den langen Zeitkonstanten. Habe dann im Fraunhofer-Institut mitgeholfen, das Wissensmanagement, den Wissensmanagement-Ansatz aufzubauen, prozessorientiertes Wissensmanagement nach ISO 9001 zu etablieren. Das war Ende der 90er Jahre. Wir haben dann 2001 ausgegründet, haben recht viel für Audi und den ganzen VW-Konzern gemacht im Thema Wissensbewahrung, so Stichwort Expert-Debriefing, Wissensstaffette, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen oder Positionen wechseln, wie kann ich da implizites Wissen sichern? Und da sind so im Zeitraum 2001 bis 2016, wir haben es mal durchgezählt, 342 Projekte gelaufen. Wow. Und als wir uns überlegt haben, ne, der 15. Geburtstag steht an, was machen wir denn die nächsten 15 Jahre? Haben wir in den Strategietagen festgestellt, man müsste eigentlich mal diese ganzen Einzelfacetten, die man im Wissensmanagement bearbeitet, also was weiß ich, Communities etablieren, Intranets als Austauschplattformen, Lessons learned, Innovationsansätze, Wissen schaffen, Wissensstrategieprozess, ne, die du ja bei einzelnen Kunden immer nur als einen Ausschnitt hast, irgendwie in einem geschlossenen Ansatz zusammenzufassen. Das ist ein Projekt geworden, was von 2016 bis 2022 läuft.
und eben den Titel LernOS hat, wo wir eben versuchen, auf den drei Ebenen, die persönliche Ebene, die Teamebene und die organisationale Ebene, das mal in so offen verfügbaren Leitfäden zusammenzuschreiben. Das LernOS kommt aus dem Esperanto, ist dort die Zukunftsform von Lernen. Also mi lernos heißt ich werde lernen und ni lernos heißt wir werden lernen. Und das ist so quasi der Bezug zum lebenslangen Lernen beziehungsweise dann zur Entwicklung lernender Organisationen. So, einen, erzähl doch mal kurz, der, ich würde kurz noch einen kurz, so, jetzt habe ich geschrieben auf dem Chat, der Olli, der Hashtag LLCamp. Der Hashtag LL3L und Camp. Das fand ich auch sehr spannend, weil da hatte ich mich auch angemeldet. Nächste Woche gibt es den Event bei dir, ne? Das LernOS Camp, ne? Ja. Magst du da noch was drüber sagen? Daher war ja das so. Wie es bei so Community ist, also Community braucht ja immer Treffpunkte. Also das heißt, wenn man so in einem Thema unterwegs ist, sei das Podcasting-Community oder andere Themen, ist es ja schon so, dass man in der Regel so ein Jahresevent hat, besser irgendwie auch halbjährlich. Einfach damit sich Community synchronisieren kann, man neue Pläne schmieden kann, man auch ein bisschen stolz über Fortschritte berichten kann. Und so hat es sich quasi ergeben, dass wir letztes Jahr das erste Jahr aus dem Kreis der LernOS Supporter, das sind Firmen, die eben damit sehr viel machen, in München bei der Lebensversicherung von 1871, das erste physische Camp gemacht haben, uns also getroffen haben vor Ort. Dieses Jahr die Telekom gesagt hat, sie hostet das in Bonn im Headquarter und deswegen sind wir ja auch virtuell, sozusagen uns Corona dazwischen gekommen ist, dann so langsam Ostern klar war, dass es kein physisches Event geben wird und wir eben gesagt haben, das wäre für eine Community sehr schädlich, wenn man sich ein Jahr mal gar nicht trifft, insbesondere auch, weil man wahrscheinlich die nächsten 1-2 Jahre ja vielleicht in kleinen Gruppen physisch was machen kann, aber sicher nicht mit 200-300 Leuten, also man das virtuelle und hybride lernen muss und dementsprechend haben wir gesagt, heben wir das in die virtuelle Welt, sieht auch ganz gut aus, sind ähnlich Teilnehmer wie hier, also 130, 140 und da freuen wir uns schon drauf. Ja, du hattest am Wochenende bei einem sehr interessanten Beitrag nochmal geschrieben, wir hatten uns auf Twitter auch schon mal ausgetauscht. Ich habe meine ersten Lerncommunities natürlich an der Uni gemacht und hatte das aber auch in den Unternehmen, wo ich Vorstand war oder Geschäftsführer, habe ich auch immer Lerncommunities implementiert, also in dem Sinne Anreize gegeben, ne, damit es attraktiv ist, sowas zu bauen. Und du hattest einen ganz interessanten Ansatz am Wochenende nochmal geschrieben, um auch nochmal die Haltung des Wissensarbeiters zu skizzieren, worum es da geht. Magst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen? Den fand ich sehr gut. Ja, es ist ja so, dass, sagen wir mal, wenn man auf die letzten 100, 150 Jahre schaut, wie sich da Arbeit verändert hat, dann kann man sagen, dass mit Taylor und mit dem Scientific Management oder dem Taylorismus sozusagen die Wissenschaft Einzug in die Arbeit gehalten hat. Also das heißt, man schaut sich in Time and Motion Studies an, was ist so der eine beste Weg, Dinge zu tun, bricht das runter in einzelne Arbeitsaufgaben, in das Fließband vielleicht. Und schafft dadurch, dass man Leute, die sehr gering qualifiziert sind, sehr schnell in den komplexen Arbeitsablauf reinbringt und da eben einen großen Produktivitätshub bekommt. Schafft auch so ein bisschen die Entmenschlichung der Arbeit. Also in den 30er Jahren, da ist ja dann die Human Relations Bewegung aufgekommen. Auch der Film Moderne Zeiten von Charlie Chaplin, wo man schon gemerkt hat, das ist nicht unbedingt die Arbeit, die der Mensch gerne macht. Und dann kam so in den Ende 50er Jahre Peter Drucker, der das erste Mal von Knowledge Workern und Knowledge Society gesprochen hat, also so der Idee, das Wissen zwischen den Ohren der Mitarbeiter ist eigentlich der nächste relevante Produktionsfaktor. Wenn der Mitarbeiter das Werksgelände verlässt, ist das Wissen weg und all die Dinge, die man so in der Firma hat, wie Maschinen, wie Computer, das ist alles Commodity, das kann ich mir nachkaufen, da hole ich mir einen Investor. Aber das, was die Leute damit machen, ist interessant. Und gleichzeitig auch sagt Drucker, dass der Wissensarbeiter sich dadurch auszeichnet, dass er über seinen eigenen Job besser Bescheid weiß als ein direkter Vorgesetzter, im extremen Fall. Und das bedeutet, dass diese Arbeitsteiligkeit, einer macht die Kopfarbeit und einer die Handarbeit und einer definiert die Arbeit, der andere führt sie aus, in sehr wissensintensiven Bereichen eben nicht mehr funktioniert. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass ich halt eine Grundhaltung, das immer beim Thema des Events, brauche eben lebenslang weiterzulernen, nicht mich auf dem auszuruhen, was ich in der Ausbildung oder in der Hochschule mal gelernt habe, sondern ich brauche für mich eine Systematik, um kontinuierlich meinen Wissensbestand, meine Fähigkeiten an das anzupassen, was bei uns in der Welt so außenrum ist. Das sind vielleicht heute Themen wie KI und 5G und Industrie 4.0.
Das werden in 10 Jahren andere Themen sein, in 20 Jahren auch andere Themen. Deswegen glaube ich, ist halt diese Grundhaltung des Lernens und vor allen Dingen selbstgesteuerten Lernens wichtig. Ja, ich würde meine persönliche Entwicklung nicht in die Hände irgendeiner HR-Abteilung geben. Die hat im Zweifelsfall die Interessen wie ich und dementsprechend glaube ich eben, dass Wissensarbeiter da einen eigenen Ansatz, eine eigene Systematik für ihr lebenslanges Lernen brauchen, vielleicht unterstützt durch Personalentwicklung und Trainingsabteilungen, aber eben nicht ersetzt dadurch. Ja, das hat da gab es ja auch eine ganz interessante Diskussion, die wir mit Daniel Dubbel noch geführt hatten auf Twitter. Das heißt, was brauchen wir an eigenen Weiterbildungsbudgets, an Zeiten, weil wir eigentlich auch nur selber einschätzen können, was für uns am sinnvoll ist, also das, was für uns gerade sinnvoll ist zu lernen. Wie siehst du, wir hatten mal vor, ich glaube vor einem halben Jahr, ein Dreivierteljahr, haben wir uns mal auf Twitter unterhalten, so kurzfristig über digitale Lerntools. Und was ich jetzt total spannend finde, ist, du kennst ja auch noch die Welt, wo man per Fernleihe wahrscheinlich an der Uni noch Dokumente bestellt hat, wo man aus Büchern Sachen abgeschrieben hat, wo man dann so Lernkasten gebaut hat nach Sebastian Leitner, weißt du, so kleinen Fächer. Und ich finde das mega spannend gerade, dass wir jetzt auch mit diesen digitalen Lernwerkzeugen also nochmal eine zusätzliche Stufe an Kreativität, an Verbindung ich sag mal, aufbauen können, also um auch nochmal Ideen zu speichern, zu strukturieren, Ideen zu teilen mit anderen Menschen. Und wie siehst du diese Welt dieser digitalen Lernwerkzeuge? Also ich würde vielleicht als jemand, der aus dem Wissensmanagement-Bereich kommt, erstmal davor warnen, so Aussagen zu treffen wie, wir müssen ja heute nichts mehr lernen, das ganze Wissen steht im Internet. Ne? Wissen ist durchaus was anderes als Inhalt, der im Internet steht. Und ich denke, jeder, der auch mit einer banalen Operation wie einer Blinddarmoperation in ein Krankenhaus kommt und bevor die Narkose greift, von dem Arzt hört, ich habe das zwar noch nie gemacht, aber ich habe es mir auf YouTube mal kurz angeguckt, der wird nicht mit einem sehr guten Gefühl in die Narkose fallen. Also das macht durchaus Sinn, da zwischen Inhalt, seien es Video, Texte, Bilder und Wissen und Fähigkeiten zu unterscheiden. Das heißt, das Internet ersetzt nicht Lernprozesse oder Schulen oder Hochschulen. Ne? Es gibt dann natürlich Zugänge. Also das würde ich so als einen ersten positiven Punkt sehen, dieses Loslösen von Ort und Zeit. Also wenn wir jetzt eine Konferenz machen würden, müssten wir alle an einen Ort kommen. Jetzt können wir nicht an einen Ort kommen. Das heißt, wir machen das virtuell im Internet. Wir sind ortsungebunden. Wenn wir so eine Session aufzeichnen, könnte jemand, der heute keine Zeit hat, sich das morgen auch noch anschauen. Ne, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und auch ein Vorteil, dass jeder Lerntyp so auf seine Bedürfnisse eingehen kann. Der eine ist eher jemand, der sich was anhört, so Stichwort Podcast. Der andere schaut vielleicht eher ein Video. Der andere will lieber was durchlesen und auch in seiner eigenen Geschwindigkeit. Der eine vertieft sich lieber ein paar Stunden. Der andere braucht das so häppchenweise. Und das ist natürlich viel einfacher in so einem digitalen Setting, als das quasi in einem Präsenztraining ist. Und das ist, denke ich, auch ein Punkt für Leute, die so Weiterbildung anbieten. Es wird, glaube ich, das Mittelmaß ausmerzen. Also wenn man jetzt an Konferenzen denkt, ne, so eine deutsche Konferenz zum Thema XY, da hat man ein gewisses Niveau von Experten, die man sich anhört. In Zukunft, wenn man das Ganze virtuell macht, wird man versuchen, da den weltbesten Experten zu holen zu dem Thema. Und das ist völlig egal, ob der in Indien oder USA oder wo auch immer sitzt. Den kann ich eben dadurch, dass ich nicht ortsgebunden bin, mir eben reinschalten. Gilt auch für Hochschulen, gilt vielleicht für Trainingsabteilungen, ne, die in Zukunft ihre Trainer vielleicht durch Trainer von außerhalb ersetzen, die gar nicht eigene Mitarbeiter sind. Vielleicht noch ein Minuspunkt. Das ist, glaube ich, eine Nuss, an der wir noch knapsen müssen, ist die ganze menschliche Interaktion. Also wenn jetzt uns gerade jemand zuhört und denkt sich, was reden die da für einen Quatsch? Ich würde lieber mit dem Sebastian oder mit dem Harald oder mit Boris kurz beim Kaffee irgendwas besprechen. Na, dann hat man eben nicht so diesen Kaffeeraum nebenan, wo man sich schnell zurückziehen kann oder wo man sich einen Blick zuwerfen kann. Ich glaube, das sind alles Dinge, die so Tools wie Videokonferenzen noch nicht gut unterstützen, wo wir lernen müssen, wie man solche Elemente eben auch im virtuellen Raum umsetzt. Aber auch das ist, glaube ich, keine unlösbare Aufgabe. Naja, wir sehen es ja hier in dieser Konferenzplattform. Da würde ich jetzt nochmal kurz reingehen. Man kann in den Bereich Netzwerken gehen, weil dort kann man reingehen und jemanden treffen. Und wenn jemand auch in Netzwerken ist, dann macht das System einen Zufallsalgorithmus und man lernt dann jemanden kennen. Das bedeutet auch, das kann man dann als können wir dann hier so einstellen, wo es so 5 Minuten, 2 Minuten, man denkt mal an diese Liberating Structures.
Dann gibt es natürlich auch mit solchen Systemen, was wir hier haben, genau diese Möglichkeit, wo man sagt, wir drei, wir vier treffen uns, wir machen eine Session auf. Das ist im laufenden Betrieb möglich und das laden aber nur die ein, die wir gerade besprechen. Mhm. Das heißt, diese digitalen Werkzeuge, du hast ja auch gerade darüber gesprochen, disruptieren schon einiges. Also ich habe heute mit einem, heute und am Wochenende davor, die Woche nochmal mit einem Kunden gesprochen, wo man sagt, mit diesen digitalen Werkzeugen, die wir haben, Learnings, ob das digitale Whiteboards oder sowas angeht, in Kollaboration, da brauchst du jetzt nicht mehr für einen Workshop jemanden von Berlin nach Frankfurt kommen zu lassen mit Reisekosten ohne Ende, weil diese Werkzeuge kommen immer mehr, dass wir auch diese soziale Interaktion hinkriegen, weil meine Frau ist Psychotherapeutin und die macht momentan in der Corona-Krise 80%, 90% der Therapie online. Mhm. Funktioniert auch. Ne? Das funktioniert auch, natürlich. Ich glaube halt am Ende, wir sind schon irgendwie physische Wesen in der Kohlenstoffwelt und sind dadurch geprägt. Und ich meine, ich sehe es bei mir selber, ich bin jemand, der typischerweise in Workshops oder auch bei Telefonaten viel rumläuft, sich bewegt, da kommt man auf neue Ideen. Ne, allein schon der Aspekt, wenn ich eine Videokonferenz mache und will, dass sie einigermaßen gute Qualität, was Ton und Bild und Beleuchtung und so weiter angeht, bin ich an einen Ort gebunden. Da fällt es weg. Ne, und ich kann nicht den ganzen Tag sozusagen vor einer Videokonferenz sitzen und mit Leuten sprechen. Sebastian tut ja im Chat zu Recht darauf hinweisen, dass hier das Networking auch funktioniert. Wobei ich finde, es ist schon nochmal was anderes, ob ich jetzt zufällig auf Toilette gehe, zwischenrein beim Vortrag, dann treffe ich jemanden, bleibe mit dem hängen, stehe an der Kaffeebar. Das ist schon was anderes, ob ich quasi vor dem Bildschirm sitze und jemanden dann mit dem Profil einlade oder das eben tue. Ja. Ich glaube nicht, es ist... wir haben jetzt gerade aufmerksame Teilnehmer. Man kann auch einen Teilnehmer hier direkt anrufen und sagen, ich möchte gerne mit dir ein One-to-One machen. Und dann macht das Ganze nochmal Sinn, weil das ist jetzt gerade interaktiv, was wir besprechen, weil ich nachher sowieso noch vorstellen wollte. Deshalb passt das auch gerade. Du, was sind denn die Kompetenzen, die du denkst, was moderne Wissensarbeiter jetzt so die nächsten Jahre sinnvoll lernen sollten, aus deiner Sicht, weil du beschäftigst dich seit ja langer Zeit, Jahrzehnten kann ich ja schon fast sagen, mit Wissensarbeit. Aber was wären jetzt so die 3, 4 Top-Kompetenzen, die du sagst, die brauchen wir zuzüglich unserer normalen Arbeit, die wir sonst ja generell in einem Fachbereich brauchen? Was wäre denn das für dich? Also da würde ich auf der einen Seite sagen, so ganz klassisch ist das mal so eine Selbstmanagement-Kompetenz und eine Informationskompetenz oder Digital Literacy, wie man vielleicht im Englischen sagen kann, also so das Umgehen mit digitalen Werkzeugen. Literacy ist ja typischerweise das Lesen und Schreiben. Von Mozilla gibt es dieses schöne Digital Literacy Framework. Read, Write, Participate, also Lesen, Schreiben und Mitmachen. Ne, weil nämlich dieses, ich arbeite gemeinsam an der Wikipedia, mehr ist als Schreiben. Da steckt auch der ganze Aushandlungsprozess dahinter. Wie einigt man sich denn, was jetzt der objektive Sachstand beispielsweise ist? Und ich glaube, das ist was wir viel mehr in Breite unseren Kindern schon in der Schule beibringen müssen, was in die Hochschulen Einzug halten muss und wo es auch durchaus nicht schadet, mal so Digital Literacy-Kampagnen auch in Firmen zu machen. Selbstmanagement, hatte ich vorhin gesagt, wenn der Wissensarbeiter sich und sein Wissen und seine Fähigkeiten selbst steuern muss, muss ich natürlich auch die Fähigkeit dazu haben. So, und die zweite Ebene, die ich vielleicht ansprechen würde, ist so die Fragestellung, was bleibt denn nach der nächsten industriellen Revolution übrig an Tätigkeiten, die wir Menschen tun und was wird durch Maschinen, kognitive Maschinen übernommen? Da gibt es zum Beispiel von der OECD dieses 4C-Modell, wo man sagt Collaboration, Communication, Critical Thinking und was ist das vierte? Critical Thinking, noch was Viertes, fällt mir bestimmt gleich noch ein. Oder Nele Graf schreibt es im Chat, habe ich gesehen, die ist da, weiß bestimmt. Ne? Also so, dieses, was können Maschinen gut? Und ich glaube, den Kampf gegen Maschinen werden wir als Wissensarbeiter immer verlieren. Wenn heute einer, sagen wir mal, so ein typischer Controlling Excel-Zahlen hin und her Schmeißer ist, der irgendwie Muster in der Excel-Tabelle erkennt und die in eine SAP-Datenbank überträgt, da werde ich sicher verlieren gegen die Maschine. Also das heißt, das werden Jobs sein, die in Zukunft entweder ganz wegfallen oder eben sehr schlecht bezahlt sein werden, was ich vielleicht als Wissensarbeiter nicht will. Umgekehrt glaube ich, dass alles, was so mit menschlicher Interaktion, Kreativität, neue Dinge erschaffen, Dinge hinterfragen, das kritische Nachdenken, auch wenn die Machine Learning-Anbieter uns sagen, dass sie das auch irgendwann können, dass das noch ziemlich weit weg ist und vielleicht auch überhaupt nicht möglich sein wird. Das ist jetzt mal ein ganz interessanter Punkt, weil
Ich hatte das am Wochenende auch nochmal in der Diskussion sehr, da warst du am Ende auch mit dabei über Graswurzelbewegung und haben wir nochmal sehr leidenschaftlich diskutiert. Und es braucht wirklich viel, viel Vertrauen, dass man auch mal kritisch diskutieren kann, dass man auch eine andere Meinung hat, ne? Was ja im Innovationsbereich ist, ist ja erstmal total wichtig, dass du dir Menschen suchst, die anders denken, weil da lernst du ja nur daraus. Und da geht es wirklich so, dass man sagt, ich suche mir Menschen ganz weit weg, baue eine Spannung auf und gucke, wie ich die Spannung auflösen kann. Also interessanterweise, die Leute, die mit Linux unterwegs sind, die kennen das ja mit Red Hat. Und der Herr Young hat für 34 Milliarden sein Red Hat an IBM verkauft, weil er einfach zwei Spannungen genommen hat, entweder Lizenz, ne, oder nicht Lizenz. Und hat eine dritte Ebene gefunden, wo er gesagt hat, naja, da mache ich doch einen Servicevertrag drauf. Mhm. Das heißt, also neuere Innovationsansätze gehen immerhin, Roger Martin hat da zwei wunderbare Bücher drüber geschrieben, Opposable Mind oder Creating Great Choices, und zu sagen, ich suche mir Andersdenkende. Im sozialen Bereich ist das aber ganz oft anders, weil du hast eine Kritik an deiner Theorie, du hast eine Kritik, sondern ist man ganz oft in dem Bereich, wo man sagt, ich habe dich nicht mehr lieb, ich will gar nicht mit dir reden. Ja. Ich will Follower, die das Ganze denken, die denken so, wie ich denke. Ja. Und dann ist es so oft persönlich beleidigend. Und wie erlebst du das denn, diese Art von kritischem Denken, dass das wertgeschätzt wird? Ja, ich würde sagen, vielleicht ist das was, wir haben jetzt zwar 100 Jahre Scientific Management, aber da kann man von der Wissenschaft noch viel lernen. Weil dort ist es ganz normal, dass ich quasi im wissenschaftlichen Diskurs Thesen aufstelle, andere Leute Antithesen haben, ich dann die natürlich auch irgendwie belegen muss und irgendeine Meinung setzt sich durch, sei das Newton und Einstein, sei das jetzt, wer Corona verfolgt, Drosten und Kekulé. Ne? Mhm. Also da gibt es ja durchaus verschiedene Sichten. Das ist ganz normal, wenn ich in einem Feld bin, wo es eben noch kein gesichertes Wissen gibt und wo ich einfach lernen muss zu trennen zwischen der sachlichen Ebene und der persönlichen Ebene. Und wenn du sagst, lebenslanges Lernen sehe ich ganz anders wie du, na, dann könnte ich sagen, oder Holger ist doof, mit dem unterhalte ich mich nicht mehr, der passt nicht in meine Filterblase, weil da möchte ich nur Leute haben, die irgendwie mir nach dem Mund reden. Da gibt es ja durchaus auf Twitter in unserem Feld so ein paar Leute, die sofort, wenn man Gegenworte gibt, einen blockieren und dann ist man da aus dem Diskurs draußen, ohne Namen zu nennen. Oder ich sage, oh, ist ja interessant, Holger hat eine ganz andere Perspektive, jetzt bohre ich da mal nach und gucke, ob für mich da auch was drin steckt. Und das ist vielleicht so dieses kritische Denken, der kritische Diskurs, wo ich hinterher immer noch sagen kann, ich sehe es zwar nicht so wie du, aber war interessant, es mal zu diskutieren. Man lernt auch selber, wie argumentiert man, wie versucht man das eigene Argument, die eigene Hypothese zu vertreten, und am Ende vielleicht ändert man seine Meinung und sagt, bisher habe ich so gesehen, aber an der Stelle hat Holger recht, passt. Meine Frau sagt halt in dem Sinne immer, also ich ist ja Psychotherapeutin, wenn man sich über irgendwas aufregt, hat man es noch nicht verstanden. Und dann, das ist ja auch so eine Geschichte. Ich glaube, soziale Medien führen schon auch dazu, dass jeder das Gefühl hat, überall mitreden zu müssen. Ne? Und gerade auf Twitter hast du oft über ein Wort wie New Work oder was auch immer, entbrennt sofort ein Riesenstreit. Und du merkst irgendwie recht schnell, dass die Leute nicht mal die Basisliteratur kennen oder halt mit komplett anderen Definitionen unterwegs sind. Oder auch wenn man was geblockt hat und die Schlagzeile taucht auf Twitter auf, kriegt man sofort Feuer und merkt schon im zweiten Kommentar, dass der Blog nicht mal gelesen worden ist. Also das ist so sehr oberflächlich irgendwie. Ah, das hast du reingeschrieben am Wochenende. In dem Blog habe ich es extra oben reingeschrieben, ja, damit eben dieser Reflex vielleicht nicht bedient wird. Ja. Es ist natürlich, sagen wir mal, mit Zeitungen und auch mit Bloggern so eine Geschichte. Auf der einen Seite so Schlagwort Clickbait. Also man versucht natürlich Headlines auch so zu schreiben, dass sie Interesse wecken. Also ein bisschen wie bei der Zeitung die Pyramide. Ne? Die Überschrift lesen viele, den Teaser nur noch wenig und den Text die allerwenigsten. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, gerade wenn man einen kritischen Diskurs haben will, dass man da auch mal in Tiefe geht und sich auch erstmal einigt, was meine ich überhaupt, wenn ich lebenslanges Lernen sage, bevor ich drüber streite, was der richtige Ansatz vielleicht ist. Ich hatte ja im Vorfeld nochmal gefragt, so, das würdest ihr denn auch den Simon fragen über Twitter, weil ich gesagt habe, du bist mit mir in der Eröffnung. Und dann hat ja der Sebastian Kohlberg noch gefragt, so, was bedeutet denn Verlernen für dich, Simon? Ist das ein Punkt? Hoffentlich gebe ich das jetzt richtig wieder, Sebastian. Aber was ist Verlernen für dich? Es gibt auch heute eine Session dazu. Und was ist das, was denkst du so ein bisschen darüber? Ich würde auch nochmal eine biologische Komponente vielleicht reinbringen, aber es gibt eine Session dazu. Aber was ist dein Gedanke dazu? Was würdest du, ist das ein wichtiges Thema für dich?
Also ich finde es ein wichtiges Thema. Ich finde, Verlernen ist anders als Lernen, also bei mir zumindest kein bewusster Prozess. Ich habe im Kalender meine Freitage geblockt, das sind unsere Lerntage. Ich habe keine Verlerntage. Wir haben sowas wie einen Wissensstrategieprozess, das ist so eine Art Portfolio-Matrix, wo wir die Themen draufschreiben, die für uns relevant sind und regelmäßig bewerten nach, wie wichtig sind die für uns heute, wie wichtig sind sie in Zukunft. Und da ist so der untere linke Quadrant und der untere rechte Quadrant sind die, die man eben nach und nach, da liest man nichts mehr dazu, man macht keine Projekte mehr dazu, man geht nicht mehr auf Veranstaltungen dazu, dann rücken die automatisch in den Hintergrund. Man kann die schon irgendwie wieder rausholen, so ähnlich wie Fahrradfahren, ne? Das hat man mal gelernt und es ist schwierig, das Fahrradfahren zu verlernen. Ne? Dementsprechend passiert es so nebenher, indem man sozusagen seinen Wissensbestand aktualisiert. Und da bin ich großer Fan, gibt es eine schöne Wikipedia-Seite dazu, zu dem Zitat, ich weiß, dass ich nicht weiß. Das ist oft, wird oft falsch übersetzt mit, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber das ist auf dieser Wikipedia-Seite sehr schön ausgeführt. Ne? Das heißt, diese Grundhaltung zu sagen, ich habe nie absolute Gewissheit. Ich bin kontinuierlich dabei, meine Wissensbasis zu hinterfragen, zu aktualisieren. Und natürlich ist es interessant, heute über Newton noch Bescheid zu wissen, aber halt auch zu wissen, dass in bestimmten Grenzbereichen ich eben zu Einstein übergehen muss und ich jetzt nicht Newton, so wie die Man in Black mit so einem Blitzdingsgerät, mir den Wissensbestand aus dem Kopf sozusagen herausoperiere. Der ist da schon noch da, aber wird vielleicht nicht mehr so gepflegt wie andere Themen. Ja, man hat es ja auch so biologisch gesehen, wir haben ja Muster und Pattern und die Pattern werden mit der Zeit automatisiert und wir springen und die unbewussten Prozesse sind immer schneller, man springt immer halt rein und man braucht natürlich auch ein gewisses Maß von, gerade wenn es um Verhaltensveränderungen geht, gewisse neue Muster, die sich etablieren, da ist das ja zum Beispiel Verhaltenstherapie, man lernt neue Dinge, indem man sie tut und nicht erst kognitiv. Genau. Also ich sehe das immer am Kühlschrank, ich esse total, wenn ich unter, total gerne mal Schokolade, ich gehe zum Kühlschrank, habe ich hier Schokolade im Mund, ja, ich wollte es ja nicht mehr. Genau. Das heißt, da reicht Kognition nicht, sondern wir lernen neue Muster, indem wir tun. Was ich nochmal sehr spannend finde, wir hatten eben nochmal drüber gesprochen, was ich total bemerkenswert bei dir finde, weil wir haben da immer wieder so Diskussionen jetzt auf Twitter, du lässt diese ganzen Dinge, die du tust, theoriefrei. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Nicht, dass du nicht nach Theorien handelst, aber du führst keine praktische Diskussion, ist jetzt hier Theorie komplexer Systeme passender, muss man jetzt hier Luhmann nehmen, muss man das nehmen? Und glaube ich, du bist auch, glaube ich, aus meiner Sicht, wie ich das jetzt in der Twitter-Welt verfolge, der Einzige. Und das fand ich bemerkenswert. Ne? Also da, wie kommt es dazu? Naja, also zum einen mal glaube ich, in der Praxis die Erfahrung gemacht zu haben, dass in vielen Meetings, wenn man ein Buch reinmarschiert, ist man schon so der Wissenschaftler im Elfenbeinturm. Also die Praxis ruft eher nach operationalisierbaren Themen. Das heißt, das stellen wir nicht so nach vorne. Umgekehrt finde ich schon wichtig, dass Dinge auf Theorien basieren. Also wer zum Beispiel ins Lernhaus GitHub Repository schaut, gibt so ein Roots and Inspirations Wiki-Seite. Da stehen, glaube ich, so knapp 100 Quellen drauf. Also was sind so die ganzen Einflüsse von Schuart, Deming und so weiter, Taylor natürlich, die da sozusagen in die Theorien einfließen, die dann oft in den Guides auch in den Quellenverzeichnissen sind. Aber was ich nicht gut finde, ist sozusagen so ideologisch zu werden. Also so, ich habe früher mal gehört von einer Bekannten, die war Psychologin, so das Leben eines Psychologen sieht so aus, eine Theorie zu entwickeln und dann Rest der Karriere auf Konferenzen zu fahren und die zu verteidigen. Und so ähnlich sehe ich das eben oft auch auf Twitter oder auf anderen Konferenzen, ja, dass da sozusagen ideologische Gräben gegraben werden und es dann gar nicht mehr so sehr um die Sache geht, sondern darum, wer jetzt Recht hat und wer die absolute Wahrheit hat. Und ich denke mal, dass wir das vielleicht mit der katholischen Kirche hinter uns gelassen haben, dass es so eine absolute Wahrheit gibt. Und da sind wir mit der wissenschaftlichen Revolution, glaube ich, einen Schritt weiter. Und das ist vielleicht der Grund, warum wir da jetzt nicht so dogmatisch vorgehen an vielen Stellen. Ja, das ist ja auch sehr, sehr erfrischend und ich habe mich irgendwann mal für Giordano Bruno interessiert und da gibt es eine Statue in Rom und die katholische Kirche hat, glaube ich, 400 Jahre gebraucht, um ihn zu rehabilitieren, dass er dann also nicht mehr verbannt wurde und dergleichen. Simon, ich hätte gerne echt noch gerade ganz lange mit dir gequatscht, aber wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke, dann würde ich erstmal sagen, ich habe, wenn du Lust hast, habe ich noch eine Session aufgemacht über LernOS. Das heißt, wenn Leute jetzt noch ein bisschen Lust haben oder auch egal, hier dieser Event ist so aufgebaut, die Teilnehmer können dorthin gehen, wo sie gerade Lust drauf haben. Ja, das heißt, ja, wenn du jetzt noch
Lust hast, in diesen Nano-S reinzugehen, kurz mal was zu erzählen, klar, weil sonst kommt vielleicht der Sebastian dazu. Und nochmal, dann würde ich erstmal sagen, Simon, super, herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf das LernOS-Camp und auch mit dir da ein paar Sachen zu machen. Und danke, dass du da warst und freue mich auf die nächsten Schritte. Dann würde ich kurz nochmal auf die Konferenz gehen. Jawohl, ne? Alles danke. Klar. Ich muss noch meine Kamera deaktivieren oder muss ich noch was machen? Ich schmeiß dich jetzt hier raus. Genau. Perfekt, danke dir, bis bald. Ciao.